Folge hier zurück in City Skylines. Und zwar habe ich es wirklich geschafft, das Gebiet hier mal auf Vordermann zu bringen, dass die ganzen Gebäude, die Forstwirtschaft mal anfängt zu bauen. Ich weiß zwar nicht, woran es lag, aber es kann natürlich sein, dass sich das Gebiet eventuell aufgehangen hat. Ich habe nämlich mal, also wie findet ihr eigentlich nochmal die Aussicht hier? Ist eigentlich schön, gell? Hier so eine schöne Schwebebahn auf der Straße und dann baut sich hier so langsam das Forstgebiet auf. Sieht doch eigentlich ganz nett aus, gell? Natürlich kann man das hier noch ein bisschen anders machen. Das werde ich auch noch irgendwann dann demnächst anders machen. Aber ich finde, das Gebiet hier mit der Forstwirtschaft und zum Beispiel auch Agrar oder so ist halt schon schön. Agrar jetzt auch. Aber ich finde, das Forst ist nochmal ein bisschen schöner hier mit den Bäumen. Die gehen halt nochmal in Richtung Bäume ließ. So, und zwar habe ich es geschafft. Ich habe nämlich mal die Auswählung, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt nennt, die Auswahl, die Forstwirtschaftsauswahl, die Markierung weggemacht, habe sie gegen, also habe mal die komplett weggemacht, habe mal eine andere gemacht, einmal hier Agrar und dann einmal hier Erz oder Öl habe ich mal hingemacht, dann habe ich alles wieder weggemacht und dann habe ich wieder Forstwirtschaft gemacht und zack, siehe da, es fängt an zu bauen. Ich weiß zwar wirklich überhaupt nicht, woran es lag und warum es jetzt irgendwie anfängt zu bauen, aber ich bin wenigstens glücklich darüber, dass es überhaupt mal anfängt zu bauen. Deswegen mache ich mir da jetzt eigentlich überhaupt keine Gedanken darüber, wie ich das irgendwie hinbekommen habe. Also ich bin sehr dankbar, sehr froh, dass das Spiel sich dazu doch entschieden hat, hier Forstwirtschaft hinzubauen, zu wollen, dass hier überhaupt mal was in die Gänge kommt. Darüber bin ich dem Spiel sehr dankbar, weil ich habe jetzt da mir sehr lange den Kopf darüber zerbrochen. Ich weiß auch nicht, wo ich das Ding jetzt hinbaue. Das nervt mich ein bisschen dort. Ich weiß nicht, wir könnten es vielleicht hier hinbauen, aber hier ist die Gegend auch nicht so ganz prickelnd. Ich bin mir da immer noch unschlüssig. Wir könnten es natürlich mal probieren, dahin zu bauen. Passt bestimmt auch 1A. Da, ich finde es doof. Hier würde es passen, an der Ecke. Aber hier wieder nicht. Ich finde es auch ein bisschen blöd gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es nicht durchdacht. Hier wäre eigentlich der perfekte Platz. Ach, weißt du was? Ich baue es einfach mal hier hin. An eine, ja, eine schöne Verkehrsstraße. Wo ist es? Da. Gut, dann baue ich es mal rüber. Und? Ja gut. Man kann damit leben, mit diesem kleinen Hügel, aber es ist auf jeden Fall um einiges besser als hier. Und da habe ich ja noch versucht, hier das Ding zu begradigen. Hat ja auch überhaupt nicht funktioniert. Daher bin ich jetzt sehr froh, dass es dort seinen Platz gefunden hat, seinen Frieden gefunden hat. Warte, machen wir mal so. Machen wir mal so. Nehmen wir das hier. So, zack, zack. So viel ist eigentlich nicht mehr auf, gell? Ja, passt wieder. So, gut. So, das passt. Verbindungsstrom, Stromverbindung. Muss hier noch irgendwas hin? Ich glaube, ja. Wegen dem Bahnhof. Mache ich das einfach mal so. Hier, das braucht aktuell noch überhaupt keinen Strom. Aha. Gut. Und es gibt jetzt nur noch eine Frage, die ich mich aktuell gestellt habe. Das war gerade überhaupt kein Deutsch. Ich weiß, die ich mich aktuell gestellt habe, ist gar kein Deutsch. Aber, und zwar gibt es eine Frage, die mir aktuell auch ein bisschen im Gehirn rumschwirrt. Man hat angekündigt, City Skylines hat angekündigt, eher Colossal Order und Paradox Interactive. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie die zusammen an dem Spiel arbeiten. Die haben aber angekündigt, dass es ein neues DLC geben wird. Und zwar Parklife wird dieses DLC in den Namen haben. Ich habe es mir vorbestellt und daher bin ich mir jetzt gerade unsicher, wie ich mit dem DLC umgehen soll. Ich habe ja gesagt, dass ich zu jedem großen DLC, das ist sozusagen auch ein kleines, größeres DLC, eine neue Staffel anfangen werde. Ich werde höchstwahrscheinlich eine neue Staffel mit dem DLC anfangen, wenn es rauskommt. Ich glaube, das kommt nächsten Monat oder übernächsten Monat. Irgendwann am 8. oder 14. raus, das weiß ich gerade gar nicht. Oder am 6. Da könnt ihr nochmal selber nachschauen.
Und da frage ich mich gerade, wie ich das machen soll. Ich fange wahrscheinlich, wie bei den letzten DLCs, eine neue Staffel an. Habe ich ja angekündigt, dass es immer zu dem nächstgrößeren DLC eine neue Staffel von Cities Skylines geben wird. Aber da frage ich mich gerade, ob ich die Stadt hier einfach so wegmachen soll und einfach eine neue Stadt anfangen soll. Ist natürlich dann auch die Frage, wie ich das machen soll. Ich habe mir nämlich mehrere Lösungswege sozusagen gestellt, mir gegeben, wie ich das dann machen könnte. Und zwar, der eine Lösungsweg wäre, einfach eine neue Karte anzufangen. Das wäre der eine. Oder das andere wäre, einfach so mit dieser Stadt weiterzumachen, wie sie aktuell ist. Einfach so übernehmen in die neue Staffel und damit dann weiterbauen. Und das fände ich zum Beispiel jetzt die bessere Lösung. Natürlich könnte ich natürlich auch wieder so eine neue Stadt anfangen, wie jede Staffel eigentlich. Aber ich finde, die Stadt hier ist eigentlich schon so, ja, so fortgeschritten. Deswegen würde ich eigentlich doch die Stadt hier gerne übernehmen in die nächste neue Staffel, die ich dann anfangen werde. Und würde die halt mitnehmen und da halt dann weiterbauen. Dann zum Beispiel hier auf solche Felder. Steht aber noch in den Sternen, ob ich das dann überhaupt mache und wie ich das dann mache, das weiß ich aktuell noch nicht. Dass ich dann eventuell hier ein Park reinbaue, da ein Park reinbaue oder hier ein Park reinbaue. Hier wäre es eigentlich auch nett. Da könnte ich mir auch so einen guten Park vorstellen. Aber wie gesagt, das steht noch vollkommen in den Sternen. Da weiß ich noch nicht Bescheid, wie ich das dann machen soll. Ob ich dann die Stadt mitnehme oder halt eine neue mache. Wenn ihr... Schreibt einfach mal in die Kommentare, wie ich es machen soll. Ob ich jetzt eine neue Stadt anfangen soll in dem neuen DLC. Eine neue Staffel werde ich definitiv anfangen. Da braucht ihr nichts dazu in die Kommentare schreiben. Aber wie ich das dann zum Beispiel mit der Stadt machen soll. Ob ich hier eine neue Stadt anfangen soll. Oder diese Stadt übernehmen soll. Ja. Könnt ihr mal gerne, wenn ihr wollt, bitte in die Kommentare schreiben. Eigentlich bin ich jetzt nicht so der Typ und will, dass ihr die alles in die Kommentare schreibt. Das soll natürlich euch überlassen bleiben, ob ihr in die Kommentare schreiben wollt, ob das, wie ihr es haben wollt. Aber ich finde auch manchmal ist es eigentlich schon praktisch, wenn die Zuschauer dann hier auch in die Kommentare schreiben, dass halt dann derjenige weiß, wie die Zuschauer es gerne wollen, wie man dann gerne weitermachen würde, wie man sich dann auch letztendlich selber entscheidet mit euren Wünschen sozusagen. Und das muss ich noch schauen. Ich schaue nochmal genauer, wann das DLC rauskommen wird. Vielleicht mache ich zum Schluss nochmal so einen ganz kleinen Satz hinter dem Video. Und zwar, ja, so, ja, keine Ahnung, das halt da in dem Datum des DLC rauskommt, aber ich weiß, wie gesagt, noch nicht. Wahrscheinlich mache ich es eher nicht am Ende des Videos hin, weil viele schauen halt das Video nicht bis zum Schluss. Ich weiß, viele machen das, aber manche nicht. Deswegen mache ich es eher nicht. Und deswegen könnt ihr, wenn ihr wollt, selber mal gerne euch darüber informieren, wann das DLC denn ungefähr rauskommt, dass ihr euch auch einstellen könnt, wann ungefähr eventuell eine neue Staffel von Cities Skylines beginnen sollte. Beginnt. Und das wollte ich sagen. Genau, und das andere ist noch, ich bin vorhin wieder auf die Welt gekommen, habe dann gesehen, oh, die Sachen wurden ja gar nicht gespeichert. Und welche Sachen, fragt ihr euch jetzt ganz genau? Die Sachen, die ich heute früh in der Aufnahme gebaut habe, was ich aber wieder gelöscht habe, also die Aufnahme habe ich wieder gelöscht, weil ich die nicht gut fand. Muss ich sagen, die Aufnahme fand ich nicht gut. Ich habe, glaube ich, heute früh 12 bis 20, wirklich 20, locker 20 Versuche gebraucht, bis ich überhaupt die Folge so gestartet habe, wie ich wollte, weil ich habe mich immer versprochen, dann habe ich nicht die guten Wörter, richtigen Wörter gefunden, habe dann irgendwie auch nicht auf die Sprache geachtet, habe mich die ganze Zeit verhaspelt, habe dann irgendwas erzählt, was erstens nicht richtiges Deutsch war, was man, glaube ich, in der Folge jetzt auch so ein bisschen gesehen hat, ist heute immer noch anhaltend. Ich weiß zwar nicht warum, aber es kann natürlich auch sein, dass ich in den letzten Tagen ein paar zu viele intensive Folgen aufgenommen habe, wie zum Beispiel Sea of Thieves. Da habe ich mich gestern wieder mit Valentin ausgelassen, gestern Nacht. Oder zum Beispiel die LPMT-Aufnahme oder die letzte Minecraft-Aufnahme gestern mit Simon, da meine eigene Staffel. Ja, und mir geht gerade wieder die Luft beim Sprechen aus, deswegen, warte kurz, ich huste mal kurz, hol mal ein bisschen Luft und dann, ja. So,
Gut, dann kann jetzt eigentlich die Folge wunderschön beginnen. Und wo kommen eigentlich die ganzen Herrschaften her? Die kommen von dort, von... Ja gut. Die kommen von dort. Und... Wo wollen die eigentlich hin? Vor allem, das meine ich wieder. Die Autobahn ist so extrem groß und alle wollen auf die äußerste Spur. Ich weiß überhaupt nicht warum. Ach, deswegen, die wollen da reinfahren. Aha, die wollen da abbiegen. Ich weiß gar nicht, wo wollen die hinfahren. Wollen die da auch abbiegen oder? Ne, die wollen, glaube ich, durchfahren. Okay, die wollen durchfahren. Die anderen wollen abbiegen. Und warum fahren die eigentlich nicht hier entlang? Ist schon wieder ein thematisches Problem, was ich nicht weiß, was ich wahrscheinlich auch überhaupt nicht lösen kann. Aber ist mir eigentlich jetzt gerade auch relativ egal, weil der Stau hält sich aktuell noch in Grenzen. Natürlich kann man sagen, ja, mach doch mal irgendwas, schaut sich schon bis hier hinten hin. Aber naja, kann ja immer mal wieder passieren, dass Staus passieren und daher kann ich da eigentlich auch recht wenig machen. Natürlich könnte ich hier irgendwas machen, weil hier ist aktuell nur die Haupteinfahrstrecke von dem ganzen Gedingse. Moment, habe ich nicht letztes Mal was gemacht? Ich habe doch letztes Mal was gemacht. Ich habe doch hier letztes Mal... Nee, upgraden will ich jetzt nicht. Ich habe doch letztes Mal hier so eine... Ich weiß es nicht mehr. Habe ich nicht letztes Mal... Toll, das wollte ich gerade jetzt mal nicht machen, aber... Ich weiß gar nicht, ob ich letztes Mal hier so eine Strecke runtergebaut habe. Das kann ich gerade nicht sagen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob, wie das funktioniert. Ach, funktioniert sogar sehr gut. Besser, als ich es gedacht habe. So, vielleicht... Ah, die Leute laufen sogar da im Untergrund entlang. Aha, aha, aha. Ich habe gedacht, das wäre nur für Autos gedacht. Das wusste ich ja noch gar nicht, dass sogar die Leute da unten entlangfahren können. Boah, aha, aha, aha. Aber ich glaube, dass eventuell auch dieser Stau hier sich reduzieren lässt. Der höchstwahrscheinlich eher weniger, aber der hier eher mehr, weil die ganzen Leute ja jetzt eher hier entlangfahren, weil hier, weil es ja da kürzer ist, dann können die gleich da raus. Reinschauen kann man, glaube ich, immer noch nicht, gell? Ja, nee, die tauchen da immer noch auf. Aus dem schwarzen Nichts. Ein Eichhörnchen, gemischter Warenladen. Nee, weiß was? Servinski! Tortelinski. Torte, wie schreibt man das? Tortelia, so. Das ist Servinski Tortelia. Und da werden schöne Kuchen gemacht. Oder Donuts. Ach, Donuts. Dann Servinski Dona Schredder. Weiß ich nicht. Dona. So, was anderes ist mir gerade überhaupt nicht eingefallen. Servinski Donanski. So, perfekt. Da macht der Herr gute Servin, da hat der Herr Servin sein kleines Geschäftchen. Ich hoffe, das wird niemals abgerissen. Wenn es abgerissen wird oder der Name geändert wird, dann werde ich höchstwahrscheinlich ein anderes Donut-Geschäft, wo dann genau gleich aussieht, Servinski Donanski nennen. Oder ich werde nochmal eins versuchen hinzubauen, weil es ja sozusagen das einzigste hier ist in der ganzen Umgebung. Ist aber schön, Servinski Donanski. Ha. Und da, seht da, löst sich der Stau schon langsam auf. Das ist sehr gut. Das ist wirklich sehr gut. Sehr gut, sehr schön. Das freut mich. Warum können die eigentlich nur in eine Richtung? Habe ich da mal wieder was vergessen? Mal wieder nicht mitgedacht. Es ist natürlich die Frage, wenn ich hier etwas entlang baue, ob das dann einigermaßen gut aussieht oder eher schlecht. Das weiß ich nicht. So, und noch das andere Gute ist,
Was aktuell noch niemand weiß, ist, ich werde wieder mit Streams anfangen. Und zwar höchstwahrscheinlich sogar heute, nee, gestern. Ich glaube, der Stream kam gestern. Wenn ich es geschafft habe, kam der Stream gestern. Denn ich habe wieder unheimlich viel Lust auf Streamen. Und ich habe ja das ganze Streaming-Gedingse ja pausiert. Wegen dem schlechten Internet, was wir hatten. Wir sind jetzt auf O2 umgestiegen und daher möchte ich jetzt nochmal gerne testen, wie es sich so an, also wie sich es jetzt so verhält mit dem neuen Internetanschluss und der Datenübertragung, ob das jetzt immer noch so grottig ist wie davor oder besser funktioniert. Da muss ich heute nochmal schauen. Aber die Folge kommt wahrscheinlich, also hier die Folge kommt wahrscheinlich dann am Sonntag. Das heißt, von euch aus gesehen war der Stream höchstwahrscheinlich, wenn ich es geschafft habe, dann wisst ihr es auch Sonntag. Dann könnt ihr ihn vielleicht nachschauen, wenn ihr wollt. Habe ich einen Stream gemacht, einen Teststream mal wieder. Ob die ganze Sache so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich hoffe, ja. Oh, ach, was ist sogar eine Holzbrücke? Das ist aber richtig geil. Also ich bin mir nicht sicher, ob die Leute sich da unten in dem Tal wohlfühlen, wenn da irgendwann mal die Flutwelle kommt. Aber ich habe ja Vorkehrungen getroffen, dass hier keine Flutwelle kommen kann. Ich bin mir aber nicht sicher, vielleicht fühlen sich die Leute wirklich da unten richtig... Oh, oh Gott, der Mond. Oh, wenn der hier auf die Erde klatscht, dann ist die Erde weg. Aber ich bin mir nicht sicher, das sieht doch bestimmt geil aus. Wohnen da unten in dem damaligen einst bewässerten Fluss, der jetzt nicht mehr bewässert ist, und dann schauen sie halt hoch zu den Hochhäusern oder zu den Steinwänden oder hier auf die Brücke drauf. Ist doch bestimmt richtig geil. Natürlich, je weiter man in die Richtung kommt, ist es wahrscheinlich nicht mehr. Warum sind hier so viele Polizisten unterwegs? Sind hier so viele Einbruchgesellschaften oder was ist hier los? Natürlich, wenn man hier wohnt, ist es nicht mehr so ganz lustig und auch nicht mehr so schön, weil, naja, man hat ja gleich eine Pumpstation, die zwar nicht mehr läuft, aber hier hat man gleich, naja, neben der Sushi-Bar und gleich mal so ein Wasserwindrad. Ich frage mich halt, warum die funktionieren, wenn da kein Wasser mehr ist. Dein alter Staudamm. Ich finde halt irgendwie, wenn ich was gebaut habe, dann lasse ich das halt gerne so stehen und verwende es halt weiter. Dass man halt irgendwann mal dann sagen kann, ja, sieht man da, da ist der alte Fluss, der trockengelegt wurde mit den ganzen Wasserwindrädern, da wisst ihr noch, wie ich damals war, das war doch schöne Scheidern und so, ja, das war's. Das waren schöne Zeiten. Genau wie hier. Oh Gott. Ach, was ich... Ich verstehe mich nicht. Ich verstehe mich zu 0,0%. Ich habe hier eine Brücke nochmal was hingebaut. Und ich verwende es einfach nicht. Und ich verwende es einfach nicht. Ich frage mich, warum? Warum verwende ich so etwas nicht, wenn ich das schon hinbaue? Kann ich hier nochmal... Ah, das ist mir zu viel Gezucke hier. Das ist doof, das ist nicht schön. Das kann man bestimmt nochmal schöner machen, einmal so. Ja. Machen wir das hier wieder an. So, ja, ist doch viel schöner, oder? Also ich finde es schön. Dann können die, wenn die gerne wollen, hier gleich rausfahren. Dann müssen die nicht hier runterfahren und dann da drüben über die Autobahn. Dann müssen sie auch nicht irgendwo hier gleich absteigen. Nee. Dann können die gleich hier entlang fahren. Ich bin mir aber nicht sicher, wo die jetzt lang wollen. Vielleicht wollen die sogar hier dann auf die Autobahn fahren. Von mir aus können die es gerne machen. Ich habe da nichts dagegen, aber... Ah, das hier löst sich auch wieder auf. Siehst du? Ich habe es doch gesagt. Funktioniert alles 1A. Wenn ich hier was baue, dann funktioniert alles perfekt. Und dann gibt es keine Probleme, dann gibt es gar nichts. Dann die Leute fühlen sich einfach nur wohl in der Stadt. Naja, außer hier.
Wenn hier wieder so ein Zug entlang rast, dann eher nicht mehr, aber naja, bis jetzt ist hier eigentlich die Gegend schon gut besucht. Ich weiß gar nicht, bald haben wir hier 1000 Besucher. Heiliges Kanonenrohr, weil das ist ja gleich hier mit der Intercity-Verzögerung aktiviert, verbunden und so, mit dem Intercity-Zug. Und dann noch hier mit den ganzen, ich weiß gar nicht, ob die U-Bahn damit noch verbunden ist, aber stimmt, da war ja was. Die Insel ist keine Insel mehr. Finde ich zwar jetzt nicht besonders schlimm, aber naja, davor war es schöner. Ich mache ja mal noch mal eine designtechnische Frage. So, sieht doch mal schön aus. Wenn es nicht so eingekerkert ist. So ein Überlaufbecken ist natürlich auch praktisch. Braucht man natürlich hier. Vor allem, wenn ich Bürgermeister bin, dann braucht man natürlich hier so ein Überlaufbecken. Man weiß ja nie, was sonst noch in der Stadt hier so passiert. Ich frage mich, was wäre, wenn wir das hier wegbauen? Das hier wegbauen? Und dann vielleicht sogar das ist die Frage. Was ist hier noch ein anderer Kanal? Hier ist doch kein anderer Kanal, oder? Oder? Nee, ich sehe keinen anderen Kanal. Zu nah am anderen Kanal. Nein, ich mach's einfach mal so. Und dann, warte, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Da war gerade die Post. Da muss ich kurz mal hingehen, die Päckchen annehmen. So, jetzt bin ich mal gespannt, was hier passieren wird. Weil wir jetzt den Kanal so kuffig gemacht haben. Vielleicht läuft sogar das Wasser jetzt besser ab. Besser und schneller wäre doch mein Wunsch. Wenn ja, wäre es cool. Aber so richtig sicher bin ich mir jetzt dabei nicht. Ob das Wasser jetzt hier einigermaßen gut abläuft oder irgendwo sich festklemmt. Ist es die Frage? Kommt wieder so eine kleine Flutwelle hinten? Ich hoffe, die bergige Mauer hält die kleine Flutwelle auf. Ich hoffe doch sehr, weil, ja, ich könnte eigentlich die Stadt noch weiterbauen. Hier drin wäre es ein bisschen knapp. Hier könnte ich die noch natürlich noch ein bisschen reinbauen, aber da ist es halt auch gefährlich, wenn ich hier zum Beispiel dann wieder irgendwas rumteste, irgendwas rumbaue, kommt eine kleine Welle rüber, zack, ist alles wieder überschwemmt. Aber ich frage mich halt gerade, ob das hier doch einigermaßen gut funktioniert. Mit dem Fluss. Also aktuell sieht es noch eigentlich einigermaßen gut aus, aber man kann sich natürlich immer täuschen. Aber doch, ich glaube. Ja doch, ich glaube. Das Ding hier macht vielleicht so 0,15% eine kleine Verbesserung, dass das Wasser hier doch so ein bisschen im Untergrund die kleine Kurve benutzen kann. Aber mehr sehen wir dann wieder in der nächsten Folge. Deswegen würde ich einfach mal sagen, die Folge ist vorbei. Ich warte jetzt noch kurz, bis die Welle hier hinten angekommen ist. Und dann beende ich wieder die Folge. Und dann sehen wir uns wieder nächste Folge bei der nächsten wunderschönen Aufnahme von Cities Skylines, Green Cities. Genau. Und noch eine kleine Information. Und zwar kam jetzt längere Zeit keine Folge mehr von Cities Skylines, denn wir hatten zwischendrin ein paar technische Probleme. Einerseits hatten wir kurze Zeit kein Internet mehr. Da konnte ich nichts hochladen, konnte ich auch leider nichts mehr bearbeiten, weil wir von der Telekom auf O2 geswitcht sind. Und daher teste ich heute Abend mal am Samstag, also gestern am Samstag, ob der Stream einigermaßen gut funktioniert. Ich habe es letztes Mal mit Valentin ganz kurz ausprobiert und es war eigentlich wirklich wunderschön. Also ich war damit eigentlich doch relativ gut zufrieden.
mit der Qualität ist eher nicht so, aber das kennt man ja von Streams, wenn man jetzt keine 50.000 Kilobyte Leitung da in den Bodendielen hängen hat, dann ist natürlich auch die Qualität nicht so super duper. Aber es ist normal ein Stream und da muss die Qualität auch nicht so unheimlich geil sein, weil ich mache ja sowieso was anderes und zwar nehme ich es ja gleichzeitig auf und bringe ja dann den Stream als Folge im Nachhinein mit einer besseren Qualität. Das heißt, wer sich halt den Stream live anschauen will, kann es machen und wer sich den Stream halt dann sozusagen im Nachhinein nochmal anschauen will, kann das dann mit einer wunderschönen, besseren Qualität machen. Und damit würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns wieder nächste Folge bei Cities Skylines Green Cities und unglaublich, dass hier mal wirklich alle Straßen, ja gut, alle Straßen, da steht nur einer, aber dass hier mal wirklich alle Straßen benutzt werden, finde ich doch eigentlich ganz gut. Deswegen würde ich einfach mal sagen, danke fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge von Cities Skylines Green Cities und damit ciao mit Y und tschüss.